Hallo und willkommen zurück wieder. Ich bin wieder da und ja, ich will mit einem Projekt wieder starten, was ich ja eigentlich versuchen wollte zu starten, aber da ging meine Festplatte kaputt und ja, die Geschichte habe ich euch ja vor 3 Monaten schon mal gesagt. Und ja, deswegen will ich das hier nochmal machen, und zwar Far Cry 6. Und wer schon die Videos gesehen hat, der weiß, wie der Anfang ist. Wer nicht, wird es jetzt erfahren. Wir gehen in Action Mode, also in den normalen Schwierigkeitsgrad. Rein da jetzt! Wahre Yarana, ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung, einen Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak, verfeinert mit dem reinsten Dünger. Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses. Doch unser Paradies hat seinen Preis. Das werden unsere Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht gewählt, damit ich den leichten Weg gehe, sondern den richtigen. Und mit neu konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Yaraner werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten. Diese glücklichen Yaraner werden über eine Lotterie bestimmt. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey Dani! Und als der wahre Yaraner, der jetzt... Mach den Scheiß aus! ...mit einem Lächeln dient. Precisamente. Das ist es, was Castillo will. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yaraner ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yara. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal. Du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerrieros. Libertad. Jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Dani. Verdammt, sag doch was. Jetzt müssen wir unseren Charakter erstmal stellen. Das war im letzten Far Cry Teil nicht so. Wer das nicht gesehen hat, wir haben das zusammen gelivestreamt und war halt echt cool. Far Cry 5 kann ich auch nur empfehlen. Hier dürfen wir unseren Charakter nehmen, entweder Dani weiblich oder Dani männlich. Ich nehme Dani Rojas in männlich, weil er hat die deutsche Stimme von Marius Graves und die finde ich nicht schlecht. Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Coño! Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje! Was ist los? Fin del mundo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiße. Verfickt nochmal! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Wow! Eingezogene müssen Alejo, sich melden. Deckung! Helft mit, Scheiß Castillo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Dani, Paradies wieder aufzubauen. Wir müssen weg. Sofort! Das Boot. Du kommst. Versprich mir, Lita. Sie. Los, Dani.
Ja, unterstattet und eine Reise. Okay, Danny. Bist unbewaffnet. Lass dich nicht von FND-Soldaten sehen. Dann verabschieden wir uns von Alejo. Versprochen. Ja, wir werden verfolgt von den Truppen von Castillo, der hier seine Diktatur gestartet hat. Mutter. Scheiße. Du verstößt gegen die Mariarana-Verordnung. Ich hab nichts gemacht. Sorry. Alles auf. Oh oh. Was machen wir denn jetzt? Oh oh. Kann ich irgendwie eine Flasche werfen und die töten? Over. Hab ich doch gesagt. Hier ist niemand. Ja, ich soll weitergehen. Schleichen, ja, ich weiß, wie man schleicht. So blöd bin ich jetzt auch nicht. Wärst du mal ans Telefon gegangen, Rojas? Ich hatte kein Telefon. Das Arschloch, das die Tür öffnet, muss Dani Rojas sein. Los jetzt. Wieso verfolgen die mich? Genau. Ich hab doch nichts gemacht. Ganz ruhig, Jungs. Meine Güte, ihr immer mit euren Diktatur, ey. FND, kommt raus da! Ja. Kommt ihr Alte auch noch? Okay, okay. Ich ergebe mich. Ich leiste keinen Widerstand. Au! Habt doch mal. Kommt schon, ich hab Familie. Wartet. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Ich geh mal vorbei. Tschüss. Oh Gott, Panzer. Alter. Sie werden uns sehen. Alle Eingezogenen müssen. Das sind echt viele Soldaten, Dieter. Wir nehmen die Kanalisation. Das ist die moderne Diktatur. Oh Gott. Noch 5000 Helikopter. Was ist mit der los? Digga, die rennt wie Mr. Bean. In die Kanalisation. Wie die gerannt ist. Wo bringst du mich hin? Es ist ja geil. Okay. Wir müssen uns jetzt durch die Kanalisation schleichen. Das war ja geil. Gerade. Ich habe übrigens kaum noch Erinnerungen um das Game. Schließlich haben wir es versucht zu Let's Playen vor 4 Monaten. Und da habe ich es halt nicht mehr angerührt. Revolution. Okay. Ja, hier geht es natürlich sehr viel um Revolution und Diktatur soll aufhören und Sklaverei, was weiß ich. Es sind sehr viele heikle Themen, aber ich mag sowas, wenn man heikle Themen anspricht. Dann gibt es auch sehr viel zum Diskutieren. So viel Blut. Okay. Fuck, Castillo, Alter, steht hier überall. Ja, ich würde ihn auch hassen. Fast geschafft. Ich meine, Hitler war auch sehr unbeliebt. Das Boot wird nicht auf uns warten. Erreiche die Dächer. Sackgasse. Schnell, hoch hier. Bleib bei mir, Lita. Bleib bei mir, Lita. Digga, die kommt gar nicht mehr. Ich glaube, die will mit Absicht nicht mitkommen. Sie will halt lieber Diktatur haben. Ey, man muss sagen, die Grafik ist echt geil. Wie in der Grundausbildung. Dani, alles okay? Ja. Da ist der Terrorist in meiner Wohnung. Disculpa, ich war gar nicht hier. Ich bin kein Terrorist. Was will die von mir? Gott, oh Gott. So, weiter. Sorry für die SPS. Wo steckst du? Wo? Ach, da vorne. Oh Gott. Hier drüben. Und noch nicht. Hä? Wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Egal. Das nennt man mal eine richtige Hinrichtung. Gott, gelange zum Boot. Wo ist die Polizei, verdammt? Wollen die einfach zusehen, wie das Militär uns umbringt? La noche de la muerte. Leider muss man sagen, dass es die Polizei ist. Wir können nichts mehr machen. V
Fuck, wir müssen ja weg. Ich meine, überall Helikopters. Los, weiter, Lita. Wir haben es fast geschafft. Wartet! Da auch noch rein. Bitte, wir müssen auf dieses Boot. Abuela, was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch! Oh je. Ja, da. Marco, du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. An seine Familie. Blödsinn. Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Na los, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit. Gracias. Gern geschehen, Chamaco. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Danny. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus, so wie auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist nur ein Fischerboot. Leo, Leo, nein, nein! Bevor er El-Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Mijo. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische, die werfen wir wieder ins Wasser. Passiert. Wir sind am Arsch. Vamos, vamos! Nein! Lita! Ich spüre meine Beine nicht. Scheiße,
Das ist alles meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Danny. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara, Libertad, Julio. Verdammt, Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf, Lita. Warte, ich hole Hilfe. No, gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. Noch ein bisschen kaputt von dieser Landung. So viele Tote. Scheiße. Ich nehme mit, was brauchbar ist, und dann nichts wie weg hier. Leider ist es so. Leider ist sogar unser Freundin dead. Ah. So bonita, Lita. Okay, nein, ich mache mich nicht lustig. Gott, sind die schon Zombies geworden? Guck mal, wie grau die sind. Alter, komplett alle am Arsch. Junge, Junge. Alter. Aber ich will kurz was in den Einstellungen ändern. Okay, ja, ich habe ein bisschen was angepasst. Ist jetzt nicht großartig besser, aber trotzdem kann man ja immer noch sehr viel optimieren. Ich muss das Lager finden. Coño. Das geht noch? Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Das frage ich mich auch, warum das noch geht. Digga, das Handy war gerade unter 5 Meter Wasser. Wie kann das überleben? Egal. Manche Sachen passieren, manche Sachen sind halt komisch. No grana. Mera da quiet. Keine Ahnung, was da steht. Okay. Können wahrscheinlich die Bosse sein, die wir bekämpfen müssen. So, mit F kann ich hier mein Messer zücken. So. Scheiße, wer schießt da? Ich muss aufpassen. Ich hab nicht mal was zu schießen. Ich habe es gerochen. Deshalb bist du jetzt. Da noch einer. Ich werde Meldung erstellen. Und du? Du wirst langsam. Komm her, du Kleiner! Vögeln und Krabben. Für sie bist du. Schnauze! Oh, Scheiße. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib gechillt. Das ist nur ein Tod. Okay, gibt's nochmal eine Truhe? Was ist das? Könnte nützlich sein. Munitionsrose, geil. Ja, stimmt. Das ist ja auch großartig anders bei dem neuen Far Cry, dass man jetzt hier so Ausrüstungsstücke hat, die einen so Perks geben. Zum Beispiel jetzt hier bei der Hose, ich bekomme mehr Munition. Ja, nicht schlecht. Ist mal was Neues. Befehle. Gestern Nacht sank vor der Küste ein Flüchtlingsschiff. Findet das Wrack und durchsucht es nach Überlebende. Falls ihr welche findet, bringt ihr sie direkt zur Plantage. Wir brauchen nach dem Cholera-Ausbruch mehr Leute auf den Feldern. Kommando Rosario. Ne, mich findet ihr nicht. Das kann ich euch schon mal versprechen.